Wolfgang Katschner von der Lautenkompanie aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Katschner. Ja, schönen guten Morgen. Herr Katschner, seit Anfang April, genau seit dem 7. April, laden Sie und die Lautenkompanie in die Lounge ein. Und das ist nicht irgendeine Lounge, sondern das sind wöchentliche Live-Konzerte aus dem Theater im Delphi in Berlin mit dem Titel Lounge gestreamt. Alte Musik vom Feinsten gibt's da zu hören, Konzerte mit Gästen wie zum Beispiel Anna Prohaska oder Hanna Herfurthner. Ja, und Sie sind der Initiator dieser Konzertreihe. Ungebremster Spaß am Musizieren steht so als Motto über diesen Konzerten. Ich frage Sie trotzdem mal als erstes, Hand aufs Herz, fühlt man sich als Musiker in diesen Zeiten nicht mehr aus als ungebremst? Ja, da haben Sie natürlich recht, man fühlt sich ausgebremst. Und die gestreamte Lounge ist unser Versuch, dagegen etwas zu unternehmen. Wir haben ja in normalen Zeiten im Delphi eine Konzertreihe mit 6 Terminen im Jahr und gemeinsam mit dem Verantwortlichen von Delphi, mit Nikolaus Schneider, haben wir dann Ende März besprochen, ob wir nicht an dieser niedergeschlagenen Situation etwas ändern können und sind dann eben dazu übergegangen, die Lounge ins Internet zu verlegen. Wenn man auf die Webseite der Lautenkompanie schaut, dann sieht man Sie, Herr Katschner, mit Ihren Kollegen so als Graffito ganz cool an eine gekachelte Wand gesprayt. Alte Musik als Alternative aus der Metropole. Was macht denn genauso diesen Lounge-Charakter aus? Die Lounge, die wir da normalerweise spielen und auch die wir jetzt spielen, in diesen gestreamten Konzerten, hat ein Gestaltungsprinzip im Grunde genommen. Die Musik, die wir dort spielen, erklingt nie so, wie sie auf dem Papier steht. Also wir haben meistens eine Programmvorlage, eine Idee oder einen Komponisten und dann werden die Stücke arrangiert, bearbeitet, verfremdet, es wird sehr viel improvisiert. Das Ganze wird mikrofoniert, also wir spielen immer mit einem, sage ich mal, für unsere Verhältnisse künstlichen Sound. Und das macht sozusagen für uns das Besondere dieser Lounge aus, dass es eine Art, ja, auch Labor ist, Klanglabor, Versuchslabor für viele Dinge, die wir ausprobieren können. Und fürs Publikum wiederum ein aus unserer Sicht, sagen wir mal, sehr, sehr unkompliziertes klassisches Konzert, wo man einfach abends nach der Arbeit oder nach was auch immer hingehen kann, an Tischen sitzt, was trinken kann und in einer sehr lockeren, ungezwungenen und auch besonderen, vom Delphi ausgehenden Atmosphäre dort Musik genießen kann. Also Sie haben diesen Laborcharakter jetzt schon beschrieben. Die Sessions sind ja auch relativ lang im Vergleich so mit anderen Online-Konzerten. Wie entstehen die Programme, sagen Sie, das wird's, oder ist das auch ein demokratischer Prozess in Ihrem Ensemble? Das ist ein demokratischer Prozess, darf ich sagen. Wir spielen jetzt zurzeit in diesen gestreamten Lounges große Teile unseres Repertoires, was wir die letzten Jahre angesammelt haben, bewerten es neu, richten es neu ein für diese gestreamten Konzerte, die immer etwa so 35 bis 40 Minuten gehen. Im Arbeitsprozess sind eigentlich alle beteiligt, teilweise auch gleichberechtigt, und wir haben es jetzt so geregelt für die gerade laufende Reihe, dass wir ein Triumvirat gebildet haben aus dem Perkussionisten Peter Bauer und dem Cellisten Bu Wieget und mir. Und wir überlegen uns gemeinsam, an welchen Terminen wollen wir was spielen. Und dann werden auch die Verantwortlichkeiten abgegeben. Also es leitet sozusagen einer von uns dreien den Tag. Wir machen das ja immer an einem Tag mit Proben und dann der Aufführung abends. Und insofern sind schon doch viel mehr Menschen natürlich einbezogen als jetzt nur ich.
Sie spielen da im Theater im Delphi für Nicht-Berliner. Was ist das eigentlich für ein Haus und was macht diesen Raum so besonders geeignet für diese Art von Konzerten, die Sie ja auch unter normalen Bedingungen dort spielen? Also das Theater im Delphi ist ein Kino eigentlich, ein altes Stummfilmkino, ein Saal, der 1929 eingeweiht worden ist und noch so existiert. Der ist jetzt in den letzten Jahren saniert worden, aber das ist eine, sagen wir mal, eine typische Berliner Sanierung, die den Charme und das Morbide konserviert hat, kombiniert mit unserer modernen Zeit. Und im Grunde kann man sagen, dank der DDR gibt es ihn noch, weil ja im Osten oftmals der Elan, die Mühe, das Geld gefehlt hat, alte Sachen abzureißen, also hat man sie vergammeln lassen. Und insofern ist das Delphi als Gebäude übrig geblieben und konnte eben jetzt vor einigen Jahren von sehr engagierten jungen Leuten, die das übernommen haben, wiederbelebt werden. Und es steht in Weißensee, ja, also am nordöstlichen Stadtrand von Berlin. Ein wunderbarer Ort, in dem also den Geist der 20er Jahre noch spüren kann. Und viele werden sicherlich jetzt mittlerweile zumindest das Bild kennen, weil große Teile der Fernsehserie Babylon sind dort gedreht worden. Aha. Und da gibt es so einen ganz charakteristischen, so jugendstilartig, fast gotischen Bogen über der Bühne. Dieses Portal, das ist sehr, sehr, das merkt man sich eigentlich, wenn man das einmal gesehen hat. Und ich glaube, das werden viele Leute als Bild kennen. Ja, als Bild und einen voll besetzten Raum mit Publikum. Und Sie müssen in diesem Raum jetzt ganz ohne Publikum spielen. Wie hält man da als Musiker, als Ensemble die Spannung? Also, eigenartigerweise ist ja eine sehr interessante Erfahrung, die wir jetzt die letzten Wochen gemacht haben. Haben wir, wenn wir da live spielen, wirklich eine Konzertspannung? Haben das Gefühl, dass wir für ein imaginäres Publikum spielen? Jetzt sind wir ja ein Ensemble auch, was gewöhnt ist, sehr, sehr viele Aufnahmen zu machen. Und wenn man Aufnahmen im Studio spielt, ist man in dem Moment, wo eine Produktion entsteht, wo also aufgenommen wird, auch ein Performer im Grunde genommen, performt für ein imaginäres Publikum. Und so ähnlich ist es jetzt in dieser gestreamten Lounge. Also wir können sozusagen unsere Erfahrungen aus den vielen, vielen Ausnahmesitzungen der vergangenen Jahre aktivieren. Und dann stellt sich natürlich auch unter uns dort eine sehr besondere kreative Atmosphäre her. Also es ist sehr spannend, es gibt auch Lampenfieber im Grunde genommen und macht sehr großen Spaß, dort zusammen zu spielen. Bei einem normalen Konzert gibt es natürlich ein Kassenhäuschen, auch in einem Kino, und bei Ihnen kann man virtuelle Tickets für die Konzerte erwerben. Was hat es damit auf sich? Ja, wir wollen natürlich, Kunst lebt ja nicht von Luft allein. Wir sind natürlich froh über jeden Euro, den wir in dieser Zeit noch irgendwo locker machen können. Und wer Lust hat beim Zusehen, wenn es ihm gefallen hat, quasi ein Ticket zu kaufen auf virtuellem Weg, der ist dazu herzlich eingeladen. Da gibt es dann die Möglichkeit, über eine Spendenplattform oder auch über eine ganz normale Kontonummer etwas zu überweisen. Bisschen so wie bei der Kollekte in der Kirche ist es dann, wo jeder selbst entscheidet, hat er Lust, was zu geben und wie viel. Das ist ein ganz sozusagen freundliches, freiwilliges, nettes, fragendes Angebot. Und wie gesagt, wir freuen uns über alles, was da an Geld dann zusammenkommt. Und was gibt's denn heute Abend ab wann zu hören auf der Streaming-Plattform aus dem Delphi? Heute Abend geht es 19.30 Uhr los, wie jeden Dienstag. Das Programm heißt As on a Sunshine Summer's Day. Da haben wir als Gast eine Sängerin wiederum, das ist Tora Augestad, eine norwegische Sängerin, die in Berlin lebt.
Und die Basis des Konzertes heute sind sogenannte English Songs von Georg Friedrich Händel, die im 18. Jahrhundert entstanden sind. Das ist eine ganz bunte Mischung an Themen von Politik über Liebe bis zur Mythologie. Und die werden wir instrumental begleitet heute mit Thora Augestadt dort im Delphi zelebrieren. Wolfgang Katschner war das im Gespräch hier bei MDR Klassik heute Abend. Das nächste Konzert sozusagen online live aus dem Delphi. Sie können dabei sein, einfach auf die Seite der Lautenkompanie gehen. Ja, und Herr Katschner, wir wünschen Ihnen für heute Abend, dass das Lampenfieber nicht ganz so hoch geht und dass die virtuelle Ticketkasse ordentlich klingelt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.